Gegen diesen Berg ist die Maschine geprallt und zerschellt. Es ist das erste Foto von der Absturzstelle. Noch sind die Suchtrupps vom Boden aus nicht an das Wrack herangekommen. Wir haben hier inzwischen 450 Leute, Soldaten und Polizisten, sagt der Chef der Suchmannschaften. Und wir hoffen, eine zweite Truppe aussenden zu können. Dies ist das letzte Foto des Superjets, aufgenommen beim Start in Jakarta gestern Mittag. 21 Minuten später riss die Funkverbindung zu dem Flieger ab. Seitdem war das Schicksal der Menschen an Bord ungewiss. Entsetzen bei ihren Angehörigen, den meisten war schnell bewusst, ein gutes Ende wird dieses Drama nicht nehmen. Vor dem Verschwinden war das Flugzeug hier Archivaufnahmen eines baugleichen Typs, nahe des 2200 Meter hohen Vulkans Salak bis auf 2000 Meter abgesackt. Das indonesische Militär erklärte, die Maschine sei quasi vom Himmel gefallen. Der Sukhoi Superjet 100 ist das erste Passagierflugzeug, das in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt wurde.